Ich muss von einer weißen Leinwand ausgehen. Das Problem dabei? Die Leinwand ist gar nicht weiß, sondern schwarz, von den Werken der anderen und von dem, was ich selbst bereits gemacht habe. Ich will die Malerei immer wieder auffrischen, sie erneuern. So wie an jedem Morgen ein neuer Tag beginnt. Er ist jedes Mal neu. Geht man ehrlich mit der Malerei um, ehrlich mit sich selbst und der Malerei, ohne zu verfälschen, zu überladen oder Romane zu erzählen, dann zeichnet der Pinsel ein Elektrokardiogramm und es entsteht die Spur dessen, was du gerade bist. Meine erste Gemeinschaftsausstellung verdanke ich vor allem dem Dichter Jacques Prévert, obwohl er das selbst immer diskret verschwiegen hat. Prévert war ein sehr enger Freund und blieb es 20 Jahre lang bis zu seinem Tod. Jeden Morgen haben wir miteinander telefoniert und uns ausgetauscht über Gott und die Welt. Für mich war er sowas wie ein Mentor. Als Aimé Markt junge Künstler suchte, hat Prévert mich empfohlen. Sie sollten meinen Freund Fromanger ausstellen, er ist gut. Er hat sich in der Kunstszene für mich verwendet. Ich war damals 24 und nahm mit meinen grauen Akten à la Giacometti an einer großen Kollektivausstellung der Galerie Aimé Markt teil. Aimé Markt regierte damals wie ein König über die Pariser Kunstszene. Seine Galerie war die größte der Welt. Er zeigte Georges Braque, Miró, Kulda, Giacometti, Fernand Léger, Chagall, die Surrealisten und so weiter. Kurz darauf bestellte mich Aimé Markt in sein Büro. Als erstes kriegst du einen Vorschuss, dann reden wir über regelmäßige Aufträge. Ich konnte es kaum glauben. Ein solches Angebot von dieser Galerie. Ich schwebte wie auf Wolken. Dann meinte er noch, vermutlich wollte er einen auf jung machen, es war 1964. Pass auf, ich mach dich zum Johnny Hallyday der Malerei. Am Anfang, mit 17, 18, 20, bewundert man andere. Denn auch das bringt einen zur Kunst. Ich wäre gern wie Picasso oder wie Giacometti. Aber von diesen Vorbildern muss man sich nach und nach lösen und sich auf die Suche begeben. Von 1960 bis 1964 lebte ich im Atelier des Bildhauers César in Montparnasse, dem Szeneviertel schlechthin. Bei Castel gaben sich die Stars der Kunstszene die Klinke in die Hand. Und alle waren willkommen. Der Club war der schönste Kulturtreff Frankreichs. Die Beatles gingen hier ein und aus. Brian Jones war Stammgast, wir nannten ihn Strohdach. Oder auch Paul McCartney, der trieb sich jeden Abend darum. Was für eine Euphorie. Popmusik traf auf Pop-Art und Kino. Die 60er waren die Glanzzeit von Godard, der die Welt des Films verändern sollte. Was für ein Durst nach Freiheit, ein Drang, die alte Welt aus den Angeln zu heben. Ich war ein Teil dieser neuen Welt. In Frankreich begann die Industrialisierung, ein Phänomen, das mich stark beeindruckt und geprägt hat. Gleichzeitig waren die Spuren des Algerienkriegs noch ganz frisch. Solche äußeren Ereignisse sind in meine Arbeit stets mit eingeflossen, in meine Malreflexion. Und das ist das Ergebnis meiner Reflexion. Ein ultraromantisches Universum, zum ersten Mal ausgehend von präzisen fotografischen Dokumenten.
Eine bunt romantische Farbrepro, kühl, repetitiv, ein bisschen wie vom Fließband. Überall gingen Autos vom Band und haben sich immer mehr verbreitet. Es gab Serien aller Art, Serien von den verschiedensten Maschinen oder Alltags- und Nutzgegenständen. Warum nicht auch Romantikserien, romantische Gérard-Philippe-Serien? Warum nicht? Dieses Bild aus dem Jahr 1965 war ein Meilenstein. Es gibt zwei Versionen von diesem Prinz von Homburg. Die eine ist grün koloriert, die andere rot. Ein Meilenstein, weil diese Malerei für eine ganze Generation stand. Die Leute in Gérards Alter, ich bin so alt wie er, haben sich in dieser Malerei wiedererkannt. Eine ganze Generation. Das Bild sprach zu uns. Damit schuf er eine Ikone. Sie haben den Begriff selbst genannt. Die Ikone einer Generation geschaffen zu haben, ist doch nicht schlecht. Auch wenn es nur einmal ist. Hermé Markt hat vor meinem Gérard Philippe in der Rolle des Prinzen von Homburg nur den Kopf geschüttelt. Das muss noch 10 Jahre warten. Jetzt kann ich das nicht zeigen. Du bist hier in der größten Galerie der Welt. Ich biete dir die größten Museen und Sammlungen. Und du kommst mir mit sowas? Mach's doch wie Miro. Und ich? Was hat er denn gemacht? Naja, er wollte sich verjüngen. Klar, Miro war ja schon 65 oder 70. Aber ich bin jung, meinte ich. Ich muss mich doch nicht verjüngen. Meine Geschichte passiert jetzt. Miro hat seine bereits hinter sich. Was erwartest du? Darauf er, Miro hat sich an meinen Rat gehalten. Seine Bilder waren modern, frech, mutig und neu. Aber er hat immer einen kleinen Stern oder so in die Ecke gesetzt, damit man sieht, dass es ein Miro ist. Damit ist er Milliardär geworden. Ich war perplex. Das ist ja furchtbar, was du da sagst. Wahrscheinlich ist es ein Fehler und ich werde einen hohen Preis zahlen. Ich verliere deine großen Sammlungen und Museen, das Prestige deiner Galerie. Aber was soll's? Ich male doch nicht, um Milliardär zu werden. Wenn ich das wollte, denn ich bin ja nicht dümmer als andere, würde ich auf dich hören. Er sagte, dann war's das also, du Dummkopf. Und ich? Ja, das war's. Tschüss. So ging es zu Ende. Furchtbar, heftig, brutal. Für seine Auffassung von Malerei ist er bereit, jedes Risiko einzugehen. In sein Konzept hat er sich nie reinreden lassen. Ich persönlich habe ihn zweimal mit Kunsthändlern zusammengebracht. Und auf den ersten Blick haben sie sich gut verstanden. Aber dann versuchten beide, ihn in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und da war sofort Schluss. So wie er mit Aimé Markt gebrochen hatte. Seine Vorstellung von Malerei, seine Malerei, ist nicht verhandelbar. Er ist von ihr besessen. Er lässt sich von ihr leiten, nicht umgekehrt. Insofern ist er mit Picasso vergleichbar, der gesagt hat, die Malerei zwingt mich zu machen, was sie will. Fromanger zählt zu den Hauptvertretern einer der wichtigsten Kunstströmungen der 60er. In der narrativen Figuration wurden die von der Pop-Art entwickelten Ideen aufgegriffen, ihre Bildwelten erzählend interpretiert. Mit dem Unterschied, dass die französische Richtung sich immer auch politisch engagiert hat, was US-amerikanische Künstler vermissen ließen. Ein Ereignis hat Fromangers Malerei entscheidend geprägt. Mai 1968. In unseren Volksateliers der Kunstakademie haben wir tausende Plakate gedruckt. Nach einer Demo kam ich auf die Idee, das Rot der französischen Flagge ins Weiß und Blau verlaufen zu lassen. Ich brachte meinen Entwurf ins Plenum und nach stundenlangen politisch-ästhetischen Schlachten wurde mein Entwurf abgeschmettert. Es bestand die Angst, dass die Armee einschreitet. Das heißt, diese jungen Revolutionäre verhöhnen die französische Flagge und die Republik. La beauté
Die Schönheit der Malerei manifestiert sich hier in ihrer elementarsten Form, fließende Farbe. Gleichzeitig steht das Rot für die Farbe der Revolutionäre und für die französische Nationalflagge. Ein hochgeschichtsträchtiges Symbol. Die Sache sorgte damals für Wirbel, noch über die Kunstszene hinaus. Godard wollte wissen, wie ich das gemacht hatte und fragte mich, willst du einen Film drehen? Am nächsten Tag ging ich ins Studio von Marin Karmitz, wo eine Trickfilmkamera vorbereitet war. Dann musste noch ein Titel her. Filmtrakt Nummer 1968. Wie oft haben wir das Rote Album schon gezeigt? In den Kirchen, wenn ich mich recht entsinne. Versailles? Genau. Und in Landerneau? In deinem Büro in Venedig? In Venedig? In Landerneau? Jetzt in Brüssel? In London, da hast du mich besucht. In der Royal Academy. In meinen Augen ist das ein Hauptwerk, von der Technik her reduzierter als andere Gemälde oder Plastiken. Erst recht zu jener Zeit. Noch dazu strahlt das Werk, abgesehen von seiner Technik und von seinem historischen Entstehungskontext, eine große Plastizität aus. Ich hoffe. Eine unglaublich plastische Ausdruckskraft. Für mich zählt es zu den wichtigsten Produktionen der internationalen Pop-Art. Die Londoner Tate Modern nahm es in eine große Schau auf. Als die Welt Pop wurde. Ja. The world goes pop. Meine Herren, es kommt dahin. Gérard Fromanger wünscht, dass dieses Bild gegenüber von diesem Weißen hängen soll. Und die nächste Serie schließt sich direkt an. In einem Museum mit den besten Werken würde ich dieses in eine Reihe mit den Hauptwerken des 20. Jahrhunderts stellen. Die französischen Künstler verstanden sich ja nicht als Vertreter der Pop-Art. Das Etikett französische Pop-Künstler haben sie nie gewollt. Das hätte sich zwar leicht kommunizieren lassen, jeder, wirklich jeder, hätte verstanden, was gemeint ist. Aber hierzulande waren die Künstler sehr politisch engagiert. Sie distanzierten sich klar vom amerikanischen Imperialismus, vom Vietnamkrieg. Im Protest gegen den Vietnamkrieg äußerte sich das politische Gewissen jener Zeit. Politisch sahen sich die Künstler auf keinen Fall als Amerikaner. Deren Konsumgesellschaft war ihnen ein Dorn im Auge. Sie dürfen nicht vergessen, in den USA gab es immer noch übelste Formen von Rassendiskriminierung. Das wollte man hier nicht. Mit dem, was da in Übersee geschah, wollten die Künstler auf keinen Fall in Verbindung gebracht werden. Die Stimmung war so primitiv anti-amerikanisch, dass ich die Pop-Art für mich lange abgelehnt habe. Als Rauschenberg bei der Kunstbiennale von Venedig 1964 prämiert wurde, schlug das ein wie eine Bombe. Der große Preis der Biennale ist quasi der Nobelpreis für Maler. Über zig Jahre hatte immer ein Europäer gewonnen, meist ein Franzose oder ein in Frankreich lebender Künstler. Plötzlich zeigte Amerika seine Übermacht und gewann, sodass in der Folge nicht mehr Paris das Zentrum der Kunst war, sondern New York. Allein der Siegeszug des Begriffs Pop-Art, einer Abkürzung von populär, das wird weltweit verstanden und steht für die Sprache, die mit dieser neuen Welt einhergeht.
In dieser Zeit schufen meine Freunde aus der narrativen Figuration Arroyo, Recalcati und Ayo eine Serie als Antwort auf Marcel Duchamp und letztlich gegen Amerika. Die Serie umfasst zum einen drei Reproduktionen von Werken Marcel Duchamps. Dazwischen waren krimiähnlich anmutende Szenen eingefügt. Die erste, eine Reproduktion des Akts, eine Treppe herabsteigend, ist eindeutig eine umgekehrte Vorlage für das siebte Bild. Marcel Duchamp, nackt, wird von den drei Malern die Treppe hinuntergestoßen und ermordet. Auf dem letzten Bild tragen die Pop-Art-Künstler Jasper Johns und Andy Warhol seinen Sarg. Marcel Duchamp hatte sich in Amerika einbürgern lassen. Hier nahm seine große internationale Karriere ihren Lauf. Und alle namhaften Pop-Art- oder Konzeptkünstler beriefen sich wiederum auf Marcel Duchamp. Insofern war es für Arroyo, Recalcati und Ayo nur logisch, eine US-Flagge um den Sarg zu drapieren. Im Grunde entsprach das absolut Duchamps Denkweise. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass er dieser Sache Zeit seines Lebens mit viel Humor begegnet ist. 3 Jahre später starb er. Genau. Die Ursprünge der modernen Malerei werden generell mit Manet und den Jahren um 1860 assoziiert. Manet verfolgte anscheinend, mehr oder weniger bewusst, ein Doppelprojekt. Einerseits interessierte er sich für die Malerei als solche, für die Malerei als Material. Er wollte die Malerei revolutionieren, eine moderne Malpraxis entwickeln. Andererseits interessierte er sich auch für die Umwälzungen des modernen Lebens. Dieses Bild, Argenteuil, schuf Manet im Jahr 1874. Gewisse Aspekte darauf künden von der Modernisierung des Lebens. Im Hintergrund sieht man einen Fabrikschlot. In Frankreich hält die Industrialisierung Einzug. Gleichzeitig ist das Gemälde der Inbegriff von Purismus. Mit dieser Wasserwand setzt sich Manet über alle perspektivischen Regeln hinweg. Der Fluss ist absolut vertikal. Da wird die flache Leinwand mit einbezogen. Oder das Tüllband auf dem Hut der Frau. Mit herkömmlichen Darstellungen hat das nur entfernt etwas zu tun. Es ist ein einziger malerischer Erguss. Hier zeigt sich die Malerei in Reinform. Das sind die beiden Stoßrichtungen der modernen Kunst. Zum einen das Interesse für die Malerei als solche, als künstlerische Äußerung, als Revolution des Malens. Zum anderen das Interesse an den Umwälzungen des modernen Lebens. Auch wenn es heute seltsam wirkt, für Manet war beides Bestandteil ein und desselben Projekts. Dann, im Verlauf des 20. Jahrhunderts, mit seinen zahlreichen Wendepunkten, denn sowohl in der Kunstgeschichte als auch in der Geschichte unserer Gesellschaften ist nichts einfach, kam es zu einer Spaltung, einer Trennung mit all ihren Höhen und Tiefen. Auf der einen Seite entwickelte sich der sogenannte Formalismus, der sich nur für die Form und sonst nichts interessiert. Eine seiner schönsten Ausprägungen ist sicherlich die Malerei des abstrakten Expressionismus aus den USA. Und auf der anderen Seite haben wir die lange Geschichte gesellschaftlich engagierter Kunst. Von dieser Spaltung ist die Kunstszene geprägt. Und in dieser schwierigen Situation betritt ein junger Maler die Bühne, Gérard Fromanger. In den 60ern, als ich anfing, gab es zwei große Richtungen, Picasso und Marcel Duchamp. Ich kannte beide und wollte mich von ihnen lösen. Duchamp, der sich nicht mehr länger mit Malerei aufhält, erfindet das Ready-Made-Konzept. Alltagsgegenstände als Kunst. Und er signiert seine Werke. Deshalb sagten meine Freunde Arroyo, Recalcati und Ayo, er signiert lieber, anstatt zu arbeiten. Ganz anders Pablo Picasso. Er geht von der Malerei aus, von Vorbildern wie Toulouse-Lautrec oder Cézanne. Und der Manier Cézannes folgend, der Dekonstruktion des Realen, schafft er etwas völlig Neues. Mich interessieren beide. Aber folgen kann ich ihnen nicht. Ich muss selbst etwas Neues finden. Hier biege ich ab.
Ich verlasse die beiden großen Richtungen und suche nach dem Schönen im Alltag, im realen Leben. Ich glaube, weder Marcel Duchamp noch Picasso haben ein Ereignis wie im Mai 68 verstanden. Das überforderte sie. Es ging über sie hinaus oder verlief irgendwo unter ihnen durch. Sie waren überhaupt nicht präsent. Ich war mittendrin. Und die 68er-Unruhen sind das Paradebeispiel für die Verbindung von Kunst und Lebensalltag. Ein Bild ist diesbezüglich absolut exemplarisch. Es heißt La vie d'artiste, das Künstlerleben. Ein düsteres Gemälde, das den Künstler bei der Arbeit in seinem Studio zeigt. Es ist insofern interessant, als der Betrachter sieht, wie der Künstler arbeitet. Wie er mit Hilfe eines Projektors ein ausgewähltes Foto an die Wand wirft. Und dann, wie im Übrigen viele Künstler seiner Generation, auf eine Leinwand überträgt. Aber dieses Bild ist nicht neutral. Es zeigt eine Meuterei, die 1974 in einem Gefängnis stattgefunden hat. Sie sorgte damals für einen Riesenaufruhr. Herausragende Intellektuelle wie Foucault haben das Thema aufgegriffen. Aber Fromanger reproduziert nicht bloß das Bild einer Meuterei. Er setzt sich beim Malen an diesem Bild selbst in Szene. Farbige Linien durchziehen das Gemälde und verhindern damit quasi, dass es naturalistisch wirkt. Damit verweist es auf eine aktuelle, gesellschaftlich akute Problematik. Und gleichzeitig zeigt Fromanger, wie ein Bild entsteht. Beides macht den unvergleichlichen Wert dieses großartigen Gemäldes aus. Die erste Silhouette, die in Ihrem Werk auftaucht, ist mit Duchamp verknüpft. Wie ist aus dem Duchamp-Gemälde Ihre anonyme Silhouette geworden? Ausgangspunkt war dieses Bild mit der Treppe und dem Fenster. Ich hatte die Form tatsächlich als Hommage an Duchamp geschaffen. Eine Treppe und das Fenster in einem Winkel dazu. Dann geht zufällig die Frau eines Freundes vorbei und ihr Schatten zeichnet sich ab. Ich sage, bleib stehen, ich werde dich verewigen. Schnell die Umrisse nachgezeichnet, schon war sie weg und blieb doch da. Dann habe ich es rot ausgemalt und das Bild erster Schatten im Bild genannt. Denn der Schatten bleibt. Der Anfang jeder Malerei. Die Silhouette bleibt. Es ist ein Motiv mit langer Lebensdauer. 1964 erstmals aufgetaucht, hält es sich bis heute. Weil es eine sinnreiche Silhouette ist. Sie ist bedeutungsreich. Eine wiedererkennbare Figur wie ein Schatten. Und gleichzeitig ermöglicht sie mir eine abstrakte Sicht auf die Figuren. Die Serie Boulevard des Italiens hat mit Klassenkämpfen nichts mehr zu tun. Es sind alltägliche Szenen. Die Abbildungen sind völlig banal, aber diese Banalität war damals neu. Die Menschenmenge wird durch eine Farbe vereinheitlicht, die heraussticht, rot.
Sie vereint alle Passanten. Jacques Prévert erklärte die Farbe zu meinem Markenzeichen und sprach vom roten Fromanger, als wäre Rot mein Vorname. Die Silhouette ist Gérards persönliche Erfindung und gehört zu seinem Vokabular. Die Silhouette ist sein Erzählprinzip. Anfangs wurde das als Ausdruck freier Gegenständlichkeit bewertet. Die Silhouette ist der anonyme Passant, irgendeine Figur des Philosophen Agamben. Sie steht für den romantischen Passanten bei Baudelaire, für den modernen Menschen, für das Individuum, die Geburt des Individuums innerhalb einer Vielfalt. Sie trifft eine Aussage darüber, wie der Einzelne zusammen mit einer Vielzahl ein Volk bildet. Gibt es heute noch ein Volk? Was ist das? Was ist eine Volksbewegung? Sind wir noch Personen oder nur Atome in einer großen Masse? All diese Fragen birgt die Silhouette. Die Form sagt auch etwas aus über die Kommerzialisierung unserer Gesellschaft, über Konsumgüter mit ihren Marken und Preisen und die Lust darauf. De facto wird alles zum Konsumgut, ein Umstand, den die Pop-Art zur Ikone stilisiert hat. Warhols Bilder spiegeln die Faszination für die Ware. Gérard Fromanger dagegen widersetzt sich der Kommerzialisierung unserer Welt. Ich mag das Handwerkliche. Der Beste in diesem Fach war sicherlich Bram van Velde. Er zog den Pinsel einmal durch und fertig. Egal, ob die Farbe verlief oder so blieb. Eine zweite Schicht gab es fast nie. Oder die letzten Bilder von Stahl. Durchscheinend, fast wie Aquarelle, Ölaquarelle. Picasso dagegen, chaotisch, überall Pinselspuren. Für mich ist diese Arbeit ein Vergnügen. Ich male nicht aus, es scheint nur so, als würde ich ausmalen. Jeder Strich ist eine Freude, ein Streicheln. Die Leinwand ist wie eine Haut. Das macht das Werk so schön, trotz der 2-3 Schichten und einiger Spuren.
Kommt es vor, dass du dich in der Farbe irrst? Absolut. Und das ist echt ein Problem, weil die Farbe schnell trocknet und sich nur schwer entfernen lässt. Dann mache ich aus der Not eine Tugend. Mist, da sollte kein Grün hin. Gut, dann bleibt es eben. Vielleicht mache ich dafür den da anders. Kommt drauf an, was später daneben steht. Aber auslöschen? Nein. Dann sind überall Kleckse und es wird ein Geschmiere. Lieber beziehe ich den Fehler ein. Picasso hat das ähnlich gesehen. Er sagte, wenn ich kein Blau mehr habe, nehme ich eben Rot. In der Kunst heißt das Schuld. Nein, viel besser. Reue. Pentiment. Ich will die Welt aus der Ferne sehen. In Paris sehe ich sie ja nur aus der Nähe. In den Städten, in die ich für meine Ausstellungen reise, sehe ich sie aus der Nähe, die moderne Welt von heute. Das Gefühl, das ich in meiner Malerei ausdrücken will, habe ich erst durch den distanzierten Blick. Wie kann ich auf meinen Bildern die Welt wiedergeben, die ich, ohne es zu wissen, in mir trage und die ja auch aus dieser Distanz besteht? Die Toskana ist eine grandiose, jahrhundertealte Kultur, die vom Menschen geformt wurde, was ich wunderschön finde. Das Land, die Wälder und Hügel, alles trägt die Spuren menschlicher Arbeit. Über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende hinweg, wurde diese Landschaft modelliert wie eine Skulptur. Eines Tages bin ich zufällig auf diesen Ort gestoßen, ohne dass ich nach einem Haus gesucht hätte. Aber ich fühlte mich hier sofort zu Hause. Die Stille, die Einsamkeit, die Ruhe, die Konzentration. Auf dem Land, wo ich zu einem Großteil lebe, erschließt sich mir das Rätsel der Welt viel stärker. Das Leben beginnt neu. Hier zu malen und zu forschen, ist eine unendliche Freude. Als ich vor 35 Jahren zum ersten Mal hierher kam, sollte ich eigentlich ein Bild liefern. Ich ging ins Rathaus von Siena und entdeckte den Saal der Neun. Im Neunerrat saßen die gewählten Vertreter der Stadt. Es war eine Art Bürgerrepublik. Die Stadt Siena gab bei den Gebrüdern Lorenzetti diese wunderbaren Fresken in Auftrag. Sie sind 1338 entstanden. Bis dahin war immer nur das Evangelium dargestellt worden. Szenen aus der Bibel, dem Leben Christi, der Jungfrau Maria und so weiter. Nun lag die politische Macht in weltlichen Händen, was von den Gebrüdern Lorenzetti unterstützt wurde. Dadurch kamen sie von sich aus auf die einfache Idee, das Volk bei der Arbeit zu malen, den Handel der Geschäftsleute innerhalb der Stadt.
und den Austausch zwischen der Stadt und dem Land. Denn es sind politische Maler, die am Weltgeschehen interessiert sind und es abbilden wollen. Das ist völlig neu und ebnet den Weg für eine Art narrative Gegenständlichkeit, eine frühe narrative Figuration. Das heißt, zur eigentlichen Kunst und der Auseinandersetzung mit Formen und Farben kommt das politische Geschehen hinzu, die realen sozialen Gegebenheiten jener Zeit. Die Tradition der Historienmalerei zieht sich quer durch die Jahrhunderte. Von Giotto und den Brüdern Lorenzetti über Velázquez, Rembrandt, David, Courbet, Delacroix, Géricault bis hin zu Picasso. Ist Maler heute nicht ein Schimpfwort? Bezeichnest du dich als Maler? Das ist die edelste Bezeichnung meines Lebens. Wieso edel? Schon als Kind gab es für mich nichts Erhabeneres, als Kunstmaler zu sein. Ehrlich. Was verbindest du damit? Zunächst mal die Bilder im Lexikon, Bilder von alten Gemälden. Dazu muss man wissen, in meiner Familie väterlicherseits hat das Malen seit 7 Generationen Tradition. Meinen Vater, einen Hobbymaler, habe ich von klein auf malen sehen. Mich hat das ungemein stimuliert. Mit 17, 18 traf ich dann die Entscheidung für diesen Beruf und schwor mir, mindestens 5 Jahre nur zu zeichnen. Ich zwang mich, keine Farbe anzurühren. Steckst du noch immer in diesem Spannungsfeld zwischen kühler Zeichnung und Farbe, die körperlicher, betörender ist? Farben sind für mich Menschen. Keine Symbole? Absolut nicht. Aber vielleicht ein Gefühl? Gefühle sind überall. Alles ist Gefühl, auch Farbe. Das Interessante an Gérard, es geht ihm nicht um einen Platz in der Kunstgeschichte. Klar will er, wie jeder Maler, in die Kunstgeschichte eingehen. Aber er verfolgt noch ein anderes Anliegen. Sein Ziel ist es, den gesellschaftlichen Wandel zu dokumentieren, die Veränderungen der Gesellschaft wahrzunehmen, vorauszuahnen. Er ist ein Maler seiner Zeit, stets aktuell. Viele seiner Arbeiten sind wie Vorboten unserer heutigen vernetzten Welt. Seine Rhizome erinnern sofort ans Internet und die sozialen Netzwerke. Den Begriff Rhizom habe ich mir bei meinen Freunden Gilles Deleuze und Félix Guattari ausgeliehen. Rhizome sind malerische Formen, die sich in einem permanenten Entwicklungsprozess befinden. Also eine Malerei, die im Werden begriffen ist, die nie endet. Das ist der Grundgedanke. Es sind Netze. Die Linien des Pinsels verlaufen über das gesamte Bild. Am liebsten würde ich die ganze Wand damit bedecken. All over, wie die Amerikaner sagen. Wie ein mächtiger Wurzelstock, der sich immer weiter ausbreitet. Und genauso wie die Welt unaufhörlich wabert und wuchert, so wuchert auch meine Malerei. Im Mittelpunkt steht die Linie. Was ist eine Linie? Ausgehend vom Rand eines Blattes kreiere ich eine Linie in einer bestimmten Farbe. Das Gesicht entspricht einem Plan. Eine zunächst undefinierte Linie wird zu einem Gesicht, meinem Modell. Dabei arbeite ich von ganz hell nach ganz dunkel. Ich tauche in das Gesicht ein, lasse mich vom Licht treiben und trete wieder aus, wie ich hineingekommen bin. Ins Nichts, ins Nullo. Die Zeichnung sucht sich selbst, sie entsteht im Suchen. Dann überkreuzen sich diese sukzessiven Farbvektoren
und bilden ein Liniennetz, das ein Gesicht hervorbringt und im Nichts verschwindet. Anna war das erste Motiv und das gelungenste, weil es neu war. So etwas hatte es noch nicht gegeben. Dieses Ensemble ergab, aus Liebe, etwas Cooles. Cool, sowohl im Sinne von ruhig als auch von fließend. Jedes Mal, wenn ich das Programm für das Genfer Mamco zusammenstelle, steht immer die Frage nach der Gewalt im Fokus. Und die Frage nach der Gewalt in der Geschichte. Mich hat immer beschäftigt, wo die Historienmalerei heute steht. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist es Guernica. In jüngerer Zeit findet man kaum noch welche. Fromanger ist mit seinem Bild De toutes les couleurs eine unglaubliche Herausforderung eingegangen. Eine gewagte Wette, weil es Position zu einem Ereignis bezieht. Er trifft die Entscheidung, ein Bild zu malen, das dem gesamten Ereignis Rechnung trägt, obwohl seine Tragweite noch gar nicht absehbar ist. Mit dieser Arbeit wächst er über sich selbst hinaus. Es ist das Jahr 1991, der erste Golfkrieg, die Wirtschaftskrise und folglich auch eine Krise auf dem Kunstmarkt. Nichts zwingt mich, Bilder zu malen, die sich gut verkaufen lassen. Ich mache nur noch, was mir gefällt. Und ich habe Lust auf etwas Überdimensionales. Auf eine Geschichte der Malerei, auf große Formate zur Kunstgeschichte. Aber der Gedanke einer großen Schlacht liegt mir noch fern, weil ich nicht glaube, dass die Amerikaner nach ihrem Ultimatum ernst machen würden. Le silence de la nuit déchiré par un énorme bombissement. Le premier AWACS américain vient de décoller de la base aérienne militaire de Riyad. L'opération Tempête du désert débute. La guerre contre l'Irak est déclenchée. Ich kann es nicht glauben. Das ist doch nicht möglich. Seit 1939 waren wir in keinem Krieg ernsthaft involviert. Ich sage mir, das kann nicht sein. Ein Krieg wie früher mit Amerikanern und Alliierten. Darum ist meine Devise keine Aufregung, der Kunstmarkt ist kollabiert, es herrscht Krieg, ich tue, was mir gefällt. Als erstes eine Korkwand. Eine Pinnwand. Wo ich etwas anpinne oder anhefte. So wie diese Post-its an der Kühlschranktür mit Notizen wie der Katze zu fressen geben oder das Steak für die Kinder nicht vergessen, einkaufen gehen, bin bald zurück. Eine malerische Erzählung in Merkzetteln, das wäre eine Idee, denke ich. Dann bricht dieser verdammte Krieg aus. Es ist unvorstellbar komplex, einen modernen Krieg zu malen, der live im Fernsehen übertragen wird. Aus aller Welt werden Leute zugeschaltet und sprechen quasi zu allen Völkern dieser Welt. Zuerst denke ich natürlich an Guernica. Okay, denke ich, dann mache ich das eben. Ein ehrgeiziger, verrückter, hochtrabender Plan. In meinem Malerstolz nehme ich den Kampf mit Picasso auf. Guernica besitzt eine riesige Ausdruckskraft, mit der ich wetteifern muss. Imstande dazu fühlte ich mich, auch wenn im Endeffekt etwas ganz anderes herauskam. Aber diese Kraft brauchte ich. Wie kann ich diese Merkzettel mit den unterschiedlichsten Kriegsbildern ausfüllen und alle zu einer einzigen großen Schlacht verweben? Durch diesen Krieg war auf einmal alles mit Blut überzogen. Alle meine Werte, alle meine Überzeugungen waren aus den Angeln gehoben.
Also nahm ich all die Sphären, die unsere Welt ausmachen, übertrug sie auf Notizzettel und befleckte sie mit Blut. Egal ob Tiere, Pflanzen, Länder, Kontinente. Wie lange hat das gedauert? Ein Jahr. Diese Pläne entstanden also vor dem eigentlichen Malakt. Nein, währenddessen. Das hier entstand nach einem Monat, das nach 3 Monaten, das nach 6. Die Bilder allein sind nichtssagend, sie passen noch nicht. Es sind Etappen. Dieses Ensemble wirkt wie ein Chaos, ist in Wirklichkeit aber die Osmose meines Lebens zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bilder des Alltagslebens, nach und nach zusammengesetzt. Von Kontinenten, Luft, Erde, Feuer, Licht, Kultur, Monumenten, Tieren, Vergangenheit, Gegenwart, Krieg. Von New York, Freiheit, Notre Dame, den Pyramiden. Das Ensemble wirkt wie ein Post-it-Mosaik aus Formen, Farben und Lichtern. Informatikgeräte, unsichtbare und doch gemalte Linien, die all die Bilder miteinander vernetzen. Auch mit mir selbst und meiner Vorlage. So entsteht eine bestimmte Vision. Die Idee, dass ein Maler heute mit der Welt verknüpft ist. Wie ein gigantischer Mikroprozessor. Alles ist vergrößert oder herangezoomt. Ein Makroprozessor, in dem 6000 Jahre Dramen und Tragödien und alle Schönheit dieser Welt stecken. Das verfließende Rot steht nicht mehr für die Revolution, sondern für Gewalt und Blut. Es überzieht alles. 10 Jahre später sollte mir die Realität recht geben. Denn auch die Twin Towers sind bei mir schon blutgetränkt. Das World Trade Center hinter der Freiheitsstatue. 10 Jahre bevor Al-Qaida die Twin Towers tatsächlich in ein Blutbad verwandelte. Dieses gewaltige Historiengemälde wurde, und hierin liegt seine Stärke, zu einer Referenz, um dieser Epoche zu gedenken, jene Wendezeit zwischen 1989 und 1992. Es ist ein Sinnbild für die damalige Epoche. Fromanger gehört zu den Malern, die bemüht sind zu wissen, was sie tun, warum sie es tun und wie sie es tun. Und all dies mit Argumenten belegen. Seine Generation ist eine Generation der Argumentation. Insofern trifft das Klischee vom naiven Maler auf ihn ganz sicher nicht zu. Er hat immer versucht, Sinn zu stiften, in der Malerei wie auch in der Gesellschaft. Und dies extrem konsequent. Über seine Positionen lässt sich streiten. Unbestreitbar ist aber, dass er Position bezogen hat. In einer langen Malphase bin ich lieber allein.
Es ist meine Haut. Ich riskiere meine Haut. Hörst du dieses Geräusch? So klingt das Glück. Ma belle au bois dormant.